unsere Truppen getan, aber es war wohl nicht genug. Auch wenn sie in einer schwierigen Immerhin haben wir die Vorräte bekommen, weil wir VIP getötet haben. Sind die Erwartungen an ihren Erfolg hoch? Sie müssen ihre Taktiken überdenken, um weitere Verluste wie diesen zu minimieren. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Psch, wir haben doch 5 geholt jetzt. So, da oben müssen wir noch ein ganz kleines Fitzelchen Kontakt herstellen. Höre sie laut und deutlich. Neue regionale Kontakte gefunden. Möglicher Kontakt zu Westamerika. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben 64 Vorräte, 335 kriegen wir jetzt gerade nicht. Wir haben da 280 irgendwo stehen. In der Technikabteilung haben wir die Möglichkeit, die neuen Rüstungen aufzubauen. Aber da fehlt uns Alien-Legierung. Die könnten wir vielleicht nicht aus Informationen holen, obwohl ich gerade nicht weiß, wie viel haben wir. Ja, 3 Info können wir vergessen. Das Datenpaket ist in Alien-Verschlüsselung in 2 Tagen. Also wir holen so oder so jetzt erstmal die Vorratslieferung. Nicht genug Energie für Testbereich. So, den hatten wir freigeräumt. Jetzt können wir hier den Gremlin einsetzen. Hier unten setzen wir den Ingenieur ein. Das sollte ein bisschen Energie plus geben. Wir müssen mal weiterkommen, auch mit der Story. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Ja, jetzt könnten wir die Schattenkammer schon bauen. Ich kümmere mich mal eben um die gesichtslosen Autopsie. Neues Ziel hinzugefügt. Dank unseres besseren Verständnisses der Alien-Verschlüsselungsmethoden können wir nun eine Einrichtung speziell zur Analyse sämtlicher geborgener Materialien errichten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun haben. Ich schlage vor, sofort damit zu beginnen, Commander. Sofort damit zu beginnen? Irgendwo müssen aber auch müssen die Ressourcen dafür auch herkommen. Meister Pets. So, jetzt habe ich nicht mehr die 300 Vorräte. Alien-Legierung. Ah, hier wird er mir 98 bringen. Ich guck gerade meine Vorräte vielleicht noch ein bisschen zu erhöhen. Wir sind ja nicht am Ende. Es sind ja noch relativ viele Punkte bis zum Ende des Avatar-Projekts. Da müssten wir unsere Ausgangslage jetzt aber versuchen zu verbessern. So, Imitationsgerät fertig zum Bauen. Sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen? Oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie? Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Ja, wir bauen erstmal ein Imitationsgerät, das ist schon mal ganz praktisch.
Scharfschütze aus dem Training abgeschlossen. Da fällt mir gerade ein. Guerillaschule. Neue Kampftaktik. Scheiße, hatten wir keinen Captain. Naja, die Spezialisten sind ja auch alle erledigt. Ich schicke euch gleich alle in den Tod, keine Sorge. Lang lebe der Widerstand! Das ist die Alien-Legierung, die wir brauchen könnten. Commander, zurzeit haben wir nicht genug Informationen, um die lokalen Widerstandskräfte in diesem Gebiet ausfindig zu machen. Vorräte wieder dafür. Ach so, das kostet dann immer X mehr. Sobald ich versuche, einen weiteren Turm zu setzen. So, bauen wir hier noch ein Funkrelais. Auf die indische Region. Garantiert Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. Wachsamkeit, Erkennungsbereich der Einheiten. Ein Doktor, Alien-Code, erhöht alle Informationskosten um 100%. Wir müssen die Neuen irgendwie... Wir müssen den hier machen. Die müssen mal eine Mission haben, die wir jetzt abschließen können, damit die alle den Rang aufsteigen. Ich habe keine Zeit, die alle mit dem Guerilla loszuziehen. So, wir machen jetzt eine Umbenennung noch eben kurz vorher. Von Leuten, die im Chat sind. Ich weiß, Tombat nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ich hoffe, ihr habt nicht nur Frauen engagiert. Abonnent Tombat. Ich hoffe, es ist okay, wenn manche von euch Frauen sind. Guck mal, diese Lauren Harris, die sieht doch gut aus. Ich glaube, Noah 3000 hatte auch noch keinen Charakter. Die Dame ist noch im... in der Ausbildung. Also wird sie auf jeden Fall länger leben. Finn, du lebst noch. Tipp, du willst nicht. Du hast vorhin gespendet, ich soll dich nicht zum Rekruten machen. Da, XX Finn. Du bist noch am Leben. Dann kriegst du keinen zweiten. G-Fighter.
Sonst krieg ich Tipp einen Herzinfarkt im Chat gerade. Ach guck mal, einer mit einer Komplettmaske. Tristanovic? Habicht? Ich habe dich eingesetzt gerade, oder? Da bist du auch schon, Habicht, Habicht. Maskenmann. So, zwei haben wir noch. Aber Trimaris, du bist da auch drin. Ich habe doch dich gerade angelegt. Tristano, du bist doch schon drin. Kriegst ja nicht mit, wenn ich euch dann hier eintrage? Habe ich dich nicht eingetragen? Tristano, ach, Tristanus und Trimaris, das ist ein Unterschied. Tristano ist drin. Tut mir leid, inzwischen sind so viele ähnliche Namen. Ich kann den Chat auch nicht so gut verfolgen dann. Und dann alle sehen. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alle wieder umbenannt. Reding war ja, ist ja noch von der alten Schule, Eisregen. Und der Taki lebt sogar noch. Unglaublich. Richtig, ich verstehe auch nicht, warum die Leute dann so intensiv da hinterher sind, weil sterben werdet ihr so oder so. So, der Ranger nimmt mal das Imitationsgerät. Und sonst sieht's gerade schlecht aus, ne? Wir müssen diesmal alles wegsprengen auf dem Weg. Ihr seid auch Sniper. Moment. Einer von euch beiden muss leider zu Hause bleiben. Ich kann da keine zwei Sniper gebrauchen. Vor allem, wo ich gerade so das sehe. Nicht nur das mit den zwei Snipern. Ich wollte ja eigentlich die ganzen Rookies mitnehmen, damit die mal im Rang aufsteigen. Das wird dann nicht einfach, aber Tristano Wich, du hast mir geschrieben, ich soll dich Tristano und mit Nachnamen Wich machen, oder? Ich bin jetzt nicht richtig, ob ich es genau richtig da reingeschrieben habe, müsste ich nachgucken. Ja, Tristano Wich. Käffchen ist alle. Sky Ranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan.
Ein Widerstandsteam, das in diesem Gebiet operierte, hat sich Advent-Truppen vorgeknöpft und ist dabei auf ein Datenarchiv mit wichtigen Dateien zum Alien-Einsatz gestoßen. Leider konnten feindliche Verstärkungen das Gebiet überrennen und den lokalen Widerstand zum Schweigen bringen. Wir gehen rein, um das Gebiet zu sichern. Neutralisieren Sie alle Feinde und finden Sie die Daten. Ach so, du meinst, am Ende wird Witch ausgesprochen, aber du hast ja... Dann ist das ja falsch geschrieben. Das Datenarchiv in der Nähe ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Naja, doof, da müssen wir nämlich genau nah ran mit unseren Soldaten. Confirmed. Warte in Position. Orders confirmed. Moving out. Moving. Weil wir haben keinen Hacker dabei. Und nur 8 Runden. Moving to designated coordinates. Mittelschwere Mission übrigens. Okay. Position confirmed. Wir haben da vorne direkt einen von diesen dämlichen Gua-Ult-ähnlichen Fliegeteilen, von dessen Namen ich immer wieder vergesse. Aber der steht ja nur rum. Der bewegt sich ja gerade nicht. Aber wenn ich hochgehe, weiß ich, hier ist schon wieder... Ist bestimmt irgendwo ein Gegner. Heading to that location. Ich kenne ja mein Glück und da hast du oben drauf eine Patrouille stehen. Egal, ich wollte eh nur die zwei oben haben. Good to go. Achon. Moving to position. Moving to position. Wie ihr seht, ich versuche gerade wirklich zum Container zu schleichen. Ich weiß, es klappt so selten in XCOM. Location confirmed. Bist du Sympathisant? Auf jeden Fall hast du keine Sichtweite. So, so, so. Moving to designated coordinates. So, ihr könnt euch doch mal da bereithalten. Ich will jetzt nicht da oben an den Zivilisten rangehen. Nachher ist das, keine Ahnung, gesichtsloser oder was auch immer. Und der hat gerade nur irgendwie so einen Bug, dass die Sichtlinie nicht angezeigt wird. Ich traue mich nicht zu gucken. On my way. That's affirmative. Top. Orders confirmed. On the move. Time to motor. Okay.
Orders confirmed, on the move. Hostiles are moving. Sind welche genau im Gebäude drin? Ah nee, da sind welche. Menace 1-5, hier Avenger. Das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Wir arbeiten daran. I'm all over it. What animal is this from anyway? Time to motor. Got some hostiles grouped over. Oh nein! Toll, wenn der sich bewegt, ist er entdeckt. Den muss ich aus dem Sichtfeld kriegen. Moving out. Ja, der wird auch sofort gesehen von den Dingern. Das passt nicht. Rauchgranate hilft mir jetzt gerade auch nicht. Kannst du eine Splittergranate hier so halb durchschmeißen? Geht auch nicht, ne? Und hier halb drüber wird mir auch nicht helfen. Den da oben brauche ich, da muss ich das Holo-Ding nachher schmeißen. Wenn ich mit dem schmeiße, bin ich auch einfach nur am Arsch. Tja. Dann hast du einfach den nehmen, der Smoke-Granaten hat. Nicht der mit der normalen Splittergranate dann angreifen kann, oder? Weil viel Deckung dürfen die nicht haben dann. Obwohl mit dem da oben schmeißen ist auch kacke. Weil die haben nachher echt gute Schusspositionen. Die können den Höhenvorteil besser nutzen. Eine Atombombe anfordern wird nicht funktionieren. Toll. Sieht ja gar keinen mehr. Kannst du keinen Millimeter weiterschmeißen, bitte? On my way. Und schaffst du das? Immerhin, und ein bisschen Ausrüstung für uns.
Got the goods. Prozent ist keine Treffsicherheit, das ist eine Krankheit. Von hier sieht er den nicht. Du kannst den Muton sehen, wenn du runtergehst. Sorry, ich brauche ein Loch in der Wand. Komm, mach den platt. Good riddance. Du gehst trotzdem nach hinten. Du kannst jetzt von hier aus den Muton sehen. 40% sind es keine Trefferchance, deshalb gibst du mal ein bisschen Feuerschutz. Ja, jetzt holen wir uns die dämlichen Maschinen von da hinten. Und wenn die jetzt den Raketenbeschuss gleich machen. Sind wir gefickt. So, du musst dahin, du musst nächste Runde nämlich den Container hacken. Good copy. Moving on target. I'm on the move. Genau, spreng seine Deckung. Ich hoffe, nee, der Container geht nicht kaputt. Das kann nämlich nicht sein, weil sonst hätte er mich nicht werfen lassen. Komm, Maskenmann. Tanti saluti. Orders confirmed. Moving out. Nein! Nein! Verdammtes Scheißspiel! Fick dich so kreuzweise, es kann doch nicht wahr sein. Geh da rein. So, Hologramm zieht erstmal ein bisschen Feuer von uns weg. Shot failed to connect.
Le fiamme di vampano! Da möchte man echt nur kotzen. In movimento! Controllare non costa niente. Tja, hört dich mal ein Hacker mit. Habe ich mich nicht dran gedacht am Anfang der Mission. Obwohl 80 Advent-Container, Hacker wäre dabei gewesen, der hätte vielleicht 65 gehabt aktuell. Processo. Recuperato. Menes 1-5, Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. 66%. Gott sei Dank. Enemy eliminated. So, du bleibst in deiner vollen Deckung stehen. Du musst dich bewegen. So, von da siehst du da oben den noch. Hauptsache, wir kommen aus diesem Raketenbeschuss raus. So, bevor hier eine Rakete einschlägt, von der ich nichts weiß, okay, weil irgendein Anzeigefehler ist, bewege ich die auch mal weg. Toll, jetzt sieht die nur noch den da oben. Hier werden doch alle als Ziel angezeigt. Nicht, dass die Schüsse gerade genau durch den durchgingen. Wir haben ja erst 4 Gegner gerade noch. Sotto fuoco intenso! Fuoco in arrivo. Tja, da haben wir die Daten wieder verloren. Oh nee, komm schon, ihr seid frische Soldaten zwar. Aber es kann nicht sein, dass ihr jetzt in Panik gerät. Wir dürfen das Material nicht an die Aliens verlieren. Verdammte Noobs, ey. Ja, greif bloß nicht den an, der keine Deckung hat. In Panik hast du ja dein Gehirn auch irgendwo abgelegt. So, wir sind aber auch schon tot, sage ich jetzt gleich. Weil das Spiel einfach mal mir
zwei Gesichtslose auf einmal gibt, dann unzählige Gegner wieder gepult werden, ohne was total Banane ist. Und die haben natürlich jetzt noch einen Angriff frei. Commander, wir haben das Primärziel erfüllt. Wenn wir nicht das Einsatzgebiet kontrollieren, riskieren wir einen Ressourcenverlust. Aber wir erleiden auch schwere Verluste. Wir sollten das Gebiet aufgeben und den Trupp zurückholen. Du kannst mich doch mal. Wir haben überhaupt nicht unser Primärziel erreicht. Weil wir haben den zwar geborgen, aber die Sachen liegen doch noch hier. Die haben wir auch direkt wieder verloren. Ja, aber jetzt sagt er mir nämlich, chemischen Analysebericht extrahieren. Den trägt nur leider gerade keiner, weil der, der den hatte, der ist tot. Boah, XCOM, ich hasse dich. Will noch jemand Feuerschutz? Ja, setz sie unter Unterstützungsfeuer. Der Gag ist einfach, es kann nicht sein, dass ich mehr Aliens kriege, als ich überhaupt Soldaten habe. Selbst im schlimmsten Worst-Case-Szenario. Ja, was sollst du machen? Roger that. Der schießt auch noch auf mich. Und jetzt verwandelt sich wieder in Menschen. Auf wen zeigst du? Da ist nichts. Aber weißt du, hast du, dann gehen die wirklich, sobald du den Evac-Point setzt, ne, geht der EKI komplett durchgehend in Feuerschutzmodus. Ja, mach noch mal eine Deckung kaputt. Ich muss mal mehr LPs zu XCOM gucken. Bah! Bah! Und ich ist genau ein Feld entfernt davon. Alter! We're green to go. Dann stirb heroisch gegen irgendwas. Ja, es ist ja auch mal ein Grund wegen Panik.
Jetzt darf die auch Panik haben ohne Ende. Ich kann nicht einfach losrennen. Die Gesichtslosen heilen sich automatisch. Alle X-Com-Agenten in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Menace 1-5, Einsatzziele erfüllt. Oh mein Gott. Die Feuertaufe war auch nichts wieder. Wir können uns nicht viele solcher Einsätze leisten. Wir können uns eigentlich gar keine solcher Einsätze mehr leisten. Wie dieses wirken sich nicht nur auf ihre Mannschaft aus, sondern auch